Hey, ciao zusammen, willkommen zurück beim Raymond in der Appelkiste für die nächste Folge Bioshock. Ich habe mich noch gefragt, in der letzten Folge, wenn ich nochmal schnell geschaut habe, ob es läuft, hat sich irgendwie haben wir so eine Errungenschaft freigeschaltet, dass wir allen Little Sisters begegnet sind. Heißt das jetzt eigentlich, dass das Spiel jetzt ein langsames Ende findet, oder? Wie genau ist da die Meinung? Napalm haben wir aufgenommen. Und ich habe gemeint, ich hätte da oben jetzt noch einen gesehen anzurennen kommen. Nicht unser Biggie, gell Biggie, sondern da war irgendwo einer gewesen. Da zum Beispiel. Salut. Aber auch der hat keinen Schuh. Oh yeah, das Ding hilft uns. Piu, piu. Oh, verzogen. Hey. Ich bin mit dir. Ich habe dich gehackt. Sag mal gescheit, wo die Schuhe sind. Also, wir überlegen nochmal schnell. Der Gunicorn spielt dort den Underlord. Jetzt müsste da reinkommen. Indication. Da kommt wieder so ein Sound. Da ist gerade wieder das Teil. Nein, das ist zwischenzeitlich zerstört. Hat das jetzt geheißen, wir haben den Biggie verloren? Oder wird da gerade auf unseren Biggie geschossen vielleicht? Aber da sind definitiv keine Schuhe gewesen. Da ist unser Biggie wieder. Dann haben wir da rauf können, da sind auch keine Schuhe gewesen. Dann haben wir da können rundum laufen. Da unten sind wir reingekommen, immer noch keine Schuhe. Da kann man ein anzünden, nützt aber nichts. Da sieht man da oben auch keine Schuhe. Dann können wir da einen raus, da liegt immer noch meine Mine. Ich hoffe jetzt der Biggie... Das habe ich genau gehofft, dass das nicht passiert. Oh mein Gott, das ist jetzt aber voll verschissen. Also, sorry. Nein, also, bitte. Ich habe nur gesagt, ich hoffe, dass das jetzt genau nicht passiert. Und logisch säckelt er rein und... Und natürlich explodiert er. Ach, das war jetzt recht mühsam gewesen. Und so schnell verliert man so einen Biggie. Hey, kannst du uns sagen, wo die Schuhe daheim sind? Hi, aber... Wo die Schuhe? Wir brauchen die Schuhe, verstehst du? Dann warten wir da schnell. Oh, sorry, verzogen. Hey. Oh, komm, lauf doch nicht davon. So. Sonic Boom und die spitzen Dinger, die funktionieren. Biggie, hast du dich wieder beruhigt da unten? Du bist immer noch aggro. Biggie? Ich glaube, wir sind wieder safe, oder? Sind wir wieder Kollegen? Kollege? Nein, wir sind kein Kollege, alles klar. Ich habe es verstanden, ist gut. Hey, Biggie! Komm, jetzt tun wir nicht blöd, ja? Sonst... Ah, gut. Meinst du, rennt er rein? Das wäre zu lustig. Wenn er nicht rein rennt, habe ich allerdings ein Problem. Okay, ist er... Wow! Er ist rein gerannt, aber... Uns besonders gern hat er wegen dem gleich nicht, ja? Aber... Wer hat jetzt ein Problem mit uns? Ist jetzt da unten etwas los? Da? Ja, okay. Aber immer noch keine Schuhe. Sonst haben wir doch einmal so ein Zeichen gehabt. Gang irgendwie da durch oder gang da durch. Aber jetzt irgendwie. Meint es nicht mehr so gut mit uns? Wir machen wieder Retour oder so. Ah, oh, wieder ein Biggie. Aber der ist für einmal nicht feindlich gesehen zu uns. Glaub. Dann haben wir da haben wir irgendwie die Versuchsdinger, wo mir nicht ganz klar ist, was denen ihre Meinung genau soll sein, weil du kannst so Sachen anzünden irgendwie. Keine Ahnung, für was dass wir das müsste brauchen. Aber irgendwie, ich bin einfach, auf dieser Map bin ich echt nicht gut. Wäre denn da irgendwo, was ist denn das da? Genbank, okay. Wäre dann da irgendwo Geller's Garden? Da werden auch nirgends Schuhe angezeigt, oder? Nein.
Und das heißt ja, finde ich, Big Daddy Stiefel können wir jetzt irgendwie nicht mehr anklicken. Hä? Finde ich, jetzt geht es wieder um. Ja, Big Daddy auszusehen, benötigst du einen. Und wir ein paar Stiefel, sind dich bei Failsafe Armen Escorts danach um. Und das sind wir ja jetzt. Also, ich glaube, wir sind schon nicht Sally Mucke. Wenn ich das. Hey, das bin der. Ich muss mal schnell probieren. Die tanzt so. Die tanzt einfach so. Aber das muss ich jetzt wirklich schnell. Also, das. Das ist noch keine Freude. So viel zu dem Thema. Also. Ich bin recht ihr lieb, aber mit Mucke ja, hört es echt auf. Aber ich kann es feister fahren, wir müssen aufgehen. Weil es wird unheimlich heiß drin, weil mein PC so Wärme abgibt. Schuhe da rein, dunkelt es mich doch irgendwie, da müsste doch noch irgendetwas sein, aber... Können wir denn da noch... Da können wir auch nichts... Da können wir irgendwie nichts benutzen oder so, also... Und dann sind wir wieder am Anfang. Und da können wir ja nachher wieder raus, oder? Security Monitoring Room. Und da können wir dann wieder raus. Also da müssen wir definitiv nicht her. Der ist gerade mit uns, oder? Oh, yeah, danke dir. Antipersonen, Stickstoffgranate haben wir auch noch. Zack. Wir kommen immer 200 Adam über, wenn wir denen helfen. Das ist eigentlich noch cool. So, wieder 200 Adam. Da. Hacker Focus 2. Haben wir das nicht schon? Das haben wir da. Ja. Einfach noch Abfackeln 3. Und Winterblast 3. Winterblast ist eigentlich wirklich auch noch geil. Das könnte man anstatt die blöde Telekinese nehmen. Die gefällt mir nämlich nicht. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, haben wir. Bim. Nein, da haben wir schon auch. Ja, okay. Was das heißt? Ich kann warten. Ich warte bereits schon sehr lange. Hey, aber. So. Die Little Sister sollte nicht da sein. Ihr seht da ohne dran, also da. Da eine. Das heisst, wir haben alle drei Little Sisters auf dieser Ebene befreit. Und er klopft auch. Das heisst, er hat eigentlich keine. Und die sieht schon fit aus. Ah, ist das vielleicht. Ah, das ist vielleicht die, die uns das Geschenk gebracht hat. Sind wir da? Da sind wir auch schon gewesen. Da haben wir den Helm her. Da ist auch das Teil, ja, wo nicht so geil ist. Dann machen wir jetzt mal schnell den Guard aus. So. Ja, das. Irgendwann hat uns das mal noch. Oh, was haben wir da? Da bin ich noch nie gewesen. Die Stiefel. Ich war mir so sicher, dass die Stiefel hier sind. Verdammt. Ja. Hä? Also sind sie zwei. Hä? Sind wir da hinten noch nie gewesen? Nein, da hat's Handschuhe. Sind wir in dem Fall gleich noch nie da gewesen? Verdammt nochmal, die Big Daddy-Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Also der Sujong, der da irgendwie, der lebt sich, oder? Nein. Der Sujong, der hat sich auch irgendwie, der hat irgendwie mit allen zusammen geschafft, habe ich das Gefühl. Das ist auch so ein. So, und dann haben wir gehen da. Der Bank, habe ich gedacht. Du hättest eine kleine Menge, wenn du schon mit dem Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel, also sorry, Schraubenschlüssel ist echt irgendwie für nichts, ne? Ein paar Auto-Hackers. Und ein paar. So. Und was wollen wir noch machen? Fallenbolzen. Fallen brauchen wir eigentlich wirklich nicht so oft. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Panzerbrechend.
Explosivschrot noch in eine brillante Person. Da. Jetzt können wir ja. Ich bin so dumm wieder. Schau mal, das können wir jetzt alles gar nicht. Wieso können wir es dann machen? Oder verstehst du, also wieso? Das haben wir ja alles schon. Aber den Autohacker kann ich ja sicher mitnehmen. Limit erreicht Autohacker. Also mit alles für die Füchse gemacht. Wow, jetzt haben wir recht viele Sachen für gekriegt. Aber ich lerne es auch einfach nicht. Das ist schon auch so. Sollen wir den überhaupt noch hacken? Autohacker natürlich, weil wir haben ja dann noch ein paar. Zack. Da nochmal einen Autohacker können mitnehmen. Wenn wir suchen, haben wir schon 6 von 6. Da kannst du doch noch ein paar in die Taschen nehmen, komm schon, Kollege. In die Bibliothek sind sie geliefert worden. Okay, dann gehen wir in die Bibliothek, würde ich sagen. Die Antipersonenmuni da. Zum Fliegen nehmen wir keine mit, wir werden dekontaminiert. Da tun wir wieder auf den Sonic Boom umschalten. Library, genau da müssen wir rein. Oha. Oha. Aha, da habe ich etwas gehört. Hui! Nicht mit Antipersonen-Muni vielleicht. So, und geht ein Autohacker rein. Zack. Und jetzt ist es mit uns. Ist da nochmal irgendwo so ein Ding? Wir haben dort Antipersonen-Muni nochmal. Sally! Houdini's Blaster. Ah nein, die kommt dann jetzt dann wieder rum. Wow, der war schön gewesen. Big Daddy Schuhe, sehr geil, wir haben schon den Big Daddy Schuhe. Damage Research, haben wir glaube noch nicht. Doch, da, zack. Ja, aber darf ich da schon zuerst auch noch ein bisschen umschauen, ne? Sehen wir aus wie so ein Big Daddy. Ich würde es zu gerne mal anschauen, ehrlich gesagt. Können wir uns mal anschauen, das wäre zu lustig. Ja, und natürlich in der Bibliothek hat es auch immer eine Medistation, das ist wirklich weit umgekommen. Ja, ja, Fontaine, ja, ja. Zurück zu deinem Leben, zu deiner Familie. Das sind alles nur Märchen, Kleiner. Sie sind genauso real wie das, was täglich in der Zeitung steht. Ach, mein Teufel, eine Laune der Wissenschaft, ein Kind ohne Mutter, das ist mit einem Experiment. Die Frage, die sich gestellt ist, rette Fontaine jetzt einfach hier so. So à la. So à la. Aus Verzweiflung? Oder hat er wirklich recht? Ich meine, ist unser Leben eigentlich wirklich verloren? Das frage ich mich so ein bisschen. Klinge wie ein Big Daddy innerhalb von Optimized Eugenics findest du alles nötig, damit du ein Big Daddy klingst. Okay, wo haben wir denn das jetzt nochmal? Optimized Eugenics. Optimized. Können wir das vielleicht da auf der Map irgendwo finden? Lennetach, Kugelstation. Anzug, Montage, Elemente, Familien. Jetzt auf geht's. Dann müsste es eigentlich fast noch da oben sein, oder? Lass mich gerne rauf und dann dort irgendwo durch. Und der Sound wieder, hä? Man merkt den Sound. Ja.
Vielleicht gibt es hier noch einen weiteren Zack, auch wenn sie... Okay, gibt's nicht. Ich höre da jemanden lachen. Wieso lachen da jemand? Das ist nicht zum Lachen zumute da. Ey. Sie atmet noch. Oh, das ist doch klar. Oh, muss irgendwo da oben sein. Da sind wir schon gewesen. Da sind wir irgendwie... falsch. Dort. Jawohl. Dort müssen wir rein. Ich höre wieder einen Big Daddy. Aber die Biggies haben wir schon. Also haben wir schon. Die Biggies haben wir schon so befreit. Die Little Sisters, das heisst, es sollte eigentlich keine Biggies mehr da haben. Fontaine, genetische Forschung. Und ja, am tote Katz. Fontaine's Little Sisters Orphanage. Ja, genau, ja. Ich muss immer alles benutzen, das wisst ihr ja. Mülleimer suchen, den Mülleimer und so. Oh, das Tagebuch haben wir da noch. Fontaine ist tot. Hm. Schlecht für Fontaine. Gut für Souchon. Ich werde mich ein bisschen rar machen. Dann wird Mr. Ryan schon nach mir suchen. Tannenbaum verschwunden, Fontaine verschwunden und Souchon weiß als einziger über die Little Sisters Bescheid. Wie ich schon sagte, das ist sehr gut für Souchon. Was heißt, er ist der Einzige, der über sie Bescheid weiß? Willkommen im Zirkus der Wirt! Weiß dann unsere nette Kollegin nicht auch über sie Bescheid? Hier findest du den Stimmenverzerrer, mit dem du dich wie ein Big Daddy anhörst. Grässliche Kreaturen. Huh, gerade mal geschafft. Was heißt das, Souchon ist der Einzige, der über sie Bescheid weiß, über die Little Sisters? Eine Tannenbaum wird ja schon auch etwas darüber wissen, ne? Hoffe ich. Da schon wieder ein paar Leichen, Leichen, Leichen. Da ist ordentlich was abgegangen. Da auch ein Wasser. Da haben wir einen Biggie, Sally Biggie. Ich habe immer so Angst, wenn diese voll auf uns zu lossickeln. Alarm Expert 2, das hätte man ein früher können haben. Wie läuft jetzt das? 4 Alarmplatten weniger beim Hacken. Reduziert massiv die Verliesgeschwindigkeit, verringert massiv die Schwierigkeitsgrad beim Hacken, Saves und Kombo-Schlösser, verringert massiv die Dauer von Kameraalarmen. Objekte erhalten sie doppelt so viele Exemplare. Ach, da ist noch. Und dann, let's go. Ich will gar nicht wissen. Ich bin einer von dir. Dann geh jetzt zum Lüftungsschacht der Little Sisters bei den Proving Grounds. Ja, solltest du vielleicht schon, weil es ist ein ziemlich brutaler Blechanzug im Fall. Ja, ich hab's gewusst, ich wollte es noch halber sagen. Es sieht doch was nicht sauber aus. Das ist mir doch noch so vorgekommen. Danke, Biggie! Biggie macht jetzt da nur sicher. Irgendwo singt da einer, hörst du den auch, Biggie? Was soll das? Ach, Biggie. Mein Freund, Biggie. Schön, so einen dabei zu haben. Wow, 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 Biggie.
Was ist jetzt los? Hat der mir jetzt alles so dermaßen reingedrückt? Ryan hat zusätzliche Munition geschickt. Ich nehme an, er rechnet mit Ärger. Ich habe die Munition in den Protector Labs eingeschlossen. Der Code ist 1921. Ich glaube aber nicht, dass wir sie brauchen werden. Sobald der Big Daddy fertig ist, wird ihn niemand mehr aufhalten. 1921. Schreibe ich mir doch schnell auf. 1921. Oder haben wir das vorher nicht schon gehackt? Ist möglich, ja? Jetzt gibt es mir langsam noch zu viele Infos und jetzt viel Weg, wo wir gehen könnten. Immerhin, es zeigt uns den Weg wieder an, wo wir gehen müssen. Das ist mal klar. Der Biggie schiesst manchmal einfach auf mich, ist euch das auch schon aufgefallen? Manchmal hat das nicht so im Griff. Wieso, dass der Fontaine übrigens so viel leiseliger ist, das weiß ich auch nicht so genau. Ich habe das Gefühl, bei ihm hört man es fast nicht, was er redet. Splittergranate haben wir schon recht. Oh. Wir schon Panzerbrechen rein. So, weg mit dem. Und dann, ja, machen wir, wie es dir viel zeigt, würde ich sagen. Dann sind wir schon wieder bei 21 Minuten. Krass. So, würde ich sagen, hocken wir da schnell her. Machen schnell die Speicherung. Zack. Neue Spieldatei. Und ihr wisst, wenn der Speichervorgang läuft, sollte man nicht abstellen. Aber wir schauen in der nächsten Folge weiter. Hey, danke fürs dabei sein in dieser Folge von Bioshock. Ich habe langsam das Gefühl, wir kommen doch hier am Ende entgegen, ehrlich gesagt, weil wir sind allen Little Sisters begegnet. Also hat zumindest der Award, sag ich mal, vorher geheißen. Und ja, jetzt schauen wir mal, was der Fontaine selber noch für uns bereit hat, respektive was passiert mit uns, wenn wir der vollständige Big Daddy sind, was wir jetzt sind. Kommen wir nachher wieder zurück? Gibt es für uns überhaupt noch das Leben? Bewachen wir nachher Little Sisters im heruntergekommenen Rapture? Oder sind wir am Schluss voll die Helden und ganz Rapture gehört uns. Wir werden schauen. Hey, danke fürs dabei sein in dieser Folge. Wäre cool, wenn in der nächsten Folge auch wieder dabei wäre. Bis dahin, bleiben super, machen Scheiße und ciao.